Gut, wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn man auf einmal hier nicht mehr weiterkommt. So, weiter, weiter. Wobei das da auch schon so verdächtig oben aussieht mit dem Steinchen. Das hole ich mir. Bisschen aggressiver jetzt hier. Ach nein, 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 falsch. Gehen wir mal runter. Und wehe, ich brauche eine Taschenlampe. Ich brauche eine Taschenlampe. Nein, das ist blöd. Dann halt nicht. Leute, Leute, Leute. Man kann doch nicht alles mithaben. Und nach oben. Und ich glaube jetzt hier nämlich links lang. Wieder ein bisschen Geld. Das ist wieder hier so ein zufälliges Loch, oder? Ja, pass auf, wo du hintrittst. Senklöcher. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Doch, das hatten wir natürlich. Ach, also es ist halt wirklich das Schlimme. Ich gehe da... Nein. Ich gehe davon aus, ich war in den Dingern noch nicht. Dann war ich doch schon da. Ah, ein Elend. So, nee, dann bin ich doch schon zu weit gelaufen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dafür, wie weit ich schon gelaufen bin. So, runter. Hier und jetzt dann nach oben. Bin ich hier nicht auch schon mal gewesen? Hier war ich doch auch schon. Aber mal gucken. Da ist doch Monty. Wieso waren das jetzt schon wieder zugedeckt? Hier oben muss Monty sein. Ja, Monty. Warum waren die Wolken da gerade? Ich kann ja jetzt nicht nochmal mit Monty spielen. Oder Monty? Können wir nochmal? Ahoi, wieder dafür mehr Beute? Immer. Wow, oha, was für eine tolle Zeit. Das war's für heute, Leute. Ja, okay. Wir können nicht nochmal mit Monty spielen. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Ich komme ja nicht weiter. Ich kann nichts anzünden. Und Richtung Treibsand komme ich ja auch noch nicht. Geht's hier? Ach Mann, ey, ich bin wirklich doof. Wirklich. Ich bin doof. Ich weiß es. Beziehungsweise vielleicht auch einfach, ja, nicht so aufmerksam. Ich bin ins Falsche gelaufen. Ich bin wieder ins Falsche gelaufen. Wahrscheinlich habt ihr schon den Kopf geschüttelt, wie das immer so passieren kann. Aber es ist einfach so. Aber hier, das ist jetzt der richtige Weg. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist typisch. Oh mein Gott, das war knapp. Schon davon ausgegangen, dass ich doch getroffen werde. So, hier jetzt aber, ne? Zum Goldwald. Da muss ich hin. Ich gehe aber trotzdem noch mal kurz nach Norden. Da ist rechts eine Frucht, die will ich haben. Okay, und dann noch mal kurz nach rechts. Noch eine kleine Mine. Können wir mitnehmen. Sehr schön. Wäre ich bestimmt gleich wieder abgeworfen von so einem Fritzen. Die sind nämlich immer ein bisschen geladen. Ach du Schreck. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und meine Herzen sehen auch nicht so gut aus. Oh, ich will jetzt keine Bombe werfen. Treffe ich hier überhaupt irgendwen? Mache ich Schaden? Doch, ich mache Schaden. Oh, 421 Funkenlicht. Ist das Ding hier kaputt? Kann ich da was mit meiner Freundin machen? Kann ich hier ein bisschen rumgraben? Nee. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach du je. Hilfe. Das ist schon ein bisschen heftig hier. Ich erwische euch alle. Och, und dann fällst du gleich da durch. Na, was ist denn das hier? Ach du Schreck. Ich muss mal kurz ins Inventar. Also gleich. Oh. Das ist Stress. Das ist Stress pur. Ich muss hier so ein Herzchen auswählen. Ich brauche Lebenspunkte. Gleich.
Au, wei, oh, wei. Na gut, aber es bewegt sich nicht so schnell. Juhu! Aber mich ärgert, dass ich in der Ebene davor die ganzen Funkenlichter nicht gekriegt habe. Richtig mies. Einfach, weil ich direkt auf diesem Gullideckel stand. Oh, verringert den Schaden von Feinden um ein Viertel eines Herzens. Der bronzene Verteidigungspatch. Schaden kann nicht auf weniger als ein Viertel eines Herzens verringert werden. Ausrüstbar bei der Multitool-Aufwertungsmaschine in der medizinischen Einrichtung. Also das sollte ich auf jeden Fall ausrüsten. Habe ich schon wieder vergessen, auf dieses Ding da, auf diesen Ofen zu hauen. Der ist ja kaputtbar. Aber es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich wirklich gelohnt hier gerade. Sehr cool. So, dann geht's jetzt aber zu den Weinbergen. Oh, nicht Weinberge, zum Goldwald. Und ich muss mal kurz einen Schluck von meinem jetzt schon kalten Kaffee trinken. So. Weiter geht's. Achso, Moment, da ist ja wieder eine Pflanze. Oh, ich glaube, das waren neue Streubomben. Gönnen wir uns noch ein Herzchen. 3,5 Herzchen. Irgendwann werden es mehr. Und das sind wieder die fiesen Viecher. Aber tatsächlich sieht er anders aus als der, der Gift spucken kann. Das wiegt einen irgendwie immer so in Sicherheit, weil man denkt, ja gut, die sind nicht so aggressiv. Und dann kommst du hier einen Screen weiter und man verliert alles. Die bringen aber gut Kohle. Oh, nee, das ist noch ein normaler. Ach Gott, und noch eine komische Pflanze. Gut, zweimal hauen ist noch in Ordnung. Na? Die geben aber echt Kohle. Also richtig gut. Der Goldwald ist klasse zum Farmen. Wenn nicht gerade richtig fiese Viecher da sind. Komm her, mein Kleiner. Nee, ich muss doch das Mittelding treffen. Ach, die Blümchen kommen wieder. Das ist wie die grünen, diese komischen, ja, grünen Pflanzen im anderen Biom. Na komm. Geh kaputt. Danke. Wie sieht das auf der Karte aus? Aha. Links lang. Oh, diese Hornisse. Na. Hat was von den Schweinen vom Movement her. Nur, dass sie doof rumfliegt. Oh, und die hält echt was aus. Du mieses Stück. Unglaublich. Oh nein, das ist so eine Giftspritze hier. Ich versohle dir den Hintern. Ah, Pech gehabt. Na? Da passiert nichts. Geh mal nach unten. Oh! Oho, ja, rein da. Na dann, gucken wir mal, was hier jetzt so kommt. Finden wir bestimmt wieder eine gute Blaupause am Ende. Oder direkt hier. Schrumpfinator 5000! Mit Hilfe eines überladenen Funkenlichtmagneten richtet dieses Gerät Moleküle so aus, dass sie ein Hundertstel ihres ursprünglichen Platzes einnehmen. Wisst ihr was? Diese Rohre, die zu den, zu dieser Kiste geführt haben, ne? Das sind doch ja auch so Rohre. Schrumpfinator verwenden, Schrumpfinator verwenden. Ja. Grün oder blau? Grün oder blau? Jetzt mal hier lang. Gucken, wo ich ankomme. Natürlich war das der falsche Weg. Das ist witzig. Oh.
Witzige Mechanik, wirklich. Ah, da hätte ich bestimmt drauf schießen müssen, oder? Aber kann ich ab hier auch noch machen? Ja. Hätte ich wissen können, wa? Das hätte ich wirklich wissen können. Na, ein Glück habe ich mir auch nicht gemerkt, in welcher Reihenfolge ich die jetzt hier genutzt habe, die Rohre. Ich hoffe, ich brauche das auch einfach nicht. Sieht ja schon ganz gut aus, der Weg. Yay! Du hast den Schrumpfinator 5000 reproduziert. Du kannst ihn jetzt in der Werkstatt zusammenbauen. Ja, in der Werkstatt muss ich ja neben dem Schrumpfinator auch noch was anderes zusammenbauen, oder? Diesen Knallbonbon. Habe ich ja auch noch nicht gemacht. Wird alles noch gemacht. Aber sehr, sehr cool, dass sich das jetzt hier schon so entwickelt. Und ein Beat. Ach, wie süß. Ja, kann man natürlich, wenn man dann Lust hat, wirklich auf Suche gehen nach allen Beats. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das machen werde. Schau einfach mal, wie ich hier vorankomme. Wir werden es sehen. Diese kleinen Giftspritzen hier. Und ich muss meine Patches anbringen. Eine Truhe, die ist, oh, die ist bestimmt geschützt durch die Fritzen. Oh, schnell heilen, heilen! Ach du Schreck, also jetzt bin ich hier wirklich schon wieder so total am Panik schieben. Nein, das ist ja wie hier unten in der Mine. Nein, aua, aua, aua. Oh, oh, ho, ho. Nee, 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 nee. Mach mal keinen Blödsinn jetzt hier. Oh, weia. Ich muss weg. Es ist nicht so geil hier gerade. Oh, Panik, Panik. Man hat's ja, man hat's ja. Diese Viecher. Oh, na, was war denn das? Was habe ich denn jetzt hier bekommen? Außer viel Geld? Ach, Zeitminen. Boah. Also dieses Biom hat's in sich. Ich sag's euch. Das hat's in sich. Das ist jetzt schon schwerer als das andere. Das merkt man einfach. Was ist denn das hier? Und wer ist eher in der Mitte? Hey, erledige diese Schlingel. Ja, würde ich ja machen. Mal gucken, wenn die mich nicht vorher erledigen. Aua. Oh, jetzt habe ich einen Text angeguckt. Mist! Und ich konnte nicht mal lesen. Irgendwas mit diese Gremlins. Werde diese Gremlins los. Könntest du das machen? Kumpel. Du merkst schon, dass ich gerade voll dabei bin. Hey, erledige diese Schlingel. Jetzt mach mal nicht so einen Druck. Ich befreie dich doch schon. Das kann ich ja leiden. Ja? Man arbeitet hier schon dran. Und dann ist es nicht schnell genug. Juhu, gut gemacht. Erstmal her mit der Kohle. Wer bist du? Danke, Partnerin. Wusste nicht, dass wir Partner sind. Diese Gremlins haben mich hier eingeschlossen, nachdem ich ihnen sagte, dass ich diese Bäume nicht für sie fällen würde. Sie wollen einfach nur alles zerhacken und niederbrennen, was sie sehen. Kein Respekt vor dem Leben. Ich bin Teddy, der Verwalter dieses Waldes. Oh, Teddy. Aber schau mich an. Ich kann nicht mal auf mich selbst aufpassen, ganz zu schweigen von den Bäumen. Ich gehe zur Zuflucht, um zu versuchen, Geodia aus einer sicheren Distanz zu beschützen. Komm mich besuchen, wenn du helfen möchtest. Pass auf dich auf, Partnerin. Ja, Teddy, auf jeden Fall erstmal eine gute Reise nach oben zur Zuflucht. Hast du sonst noch was? Danke, Partnerin. Ja, okay, das ist das Gleiche, was wir schon hatten. Teddy, ich habe dich schon kennengelernt. Unser letztes Treffen ist nicht so lange her. Teddy, ist okay. Ja, ab zur Zuflucht mit dir. Ich komme dich besuchen. Ach, da blinkt was. Da muss man wirklich drauf achten. Geld. 591 haben wir. Wow, und das ist aber jetzt schon ein bisschen brutal, wa? Ach du meine Güte. Naja. Können wir noch nach unten.
eine Kiste. Beleboost. Verstärkt deine Bemühungen und lässt dich für kurze Zeit zusätzlichen Schaden verursachen. Cool. Also das ist wirklich was für Bosse. Oder für Gebiete, wo einfach richtig viele Gegner sind. Ich habe leider nur noch einen Adrenalin-Boost. Das ist nicht so viel. Komm, meine kleine Hornisse. Ich kriege die auch immer nur einmal getroffen. Wenn die hier so rumschwingt. Das war aber gerade knapp. Hätte sie mich fast erwischt. Oh, eine große Truhe. Ich will hier vorbei. Kann man denn die großen Steine auch irgendwie kaputt machen? Ja, aktuell sieht es ja nicht so aus. Oder? Ah, vielleicht kann man die doch kaputt machen. Ich habe es, glaube ich, noch nie probiert. Kann das sein? Wir haben hier noch ein paar Bomben. Los geht's. Nee, falsch. Yay! Bronzener Schadenspatch für das Multitool. Erhöht den Schaden von Schraubenschlüssel und Hammer ein wenig. Ausrüstbar bei der Multitool-Aufwertungsmaschine in der medizinischen Einrichtung. Ist das zweite? Haben wir das Ding nicht schon? Das wäre praktisch. Na, ich wollte oben durchschalten. Hier ist der Schraubenschlüssel. Ach, wir haben den großen Schraubenschlüssel. Kann man dann nicht kombinieren. Oh Mann, ich brauche viel mehr Felder. Viel mehr Felder, um da überhaupt klarzukommen. Und wieder so eine komische Hornisse hier. Ich würde da gerne zweimal draufhauen. Ah, geht sogar. Man muss nur wirklich flott sein. Au. Oder, ja, sie trifft mich dann. Bin ich schon wieder fast kaputt? Das geht so nicht. Muss ich leider mein letztes Herz hier mal aufbrauchen. Immer das Gleiche hier. Mit den Fiesewichten. Da war ich zu langsam. Okay. Oh, da geht's runter. Mit zwei Herzchen. Das ist bestimmt eine richtig schlechte Idee. Ah. Oho. Moment. So, drücken. So muss das schon mal. Nee, jetzt wollte ich sie wegpacken. Mal schnell rüber. Ach, den kann ich jetzt ja gar nicht nutzen, weil ich den noch gar nicht, Mann, hergestellt habe an der Werkstatt. Ja. Nun ja. Macht also Sinn, wieder zurück zur Zuflucht zu kommen. Da frage ich mich jetzt aber, ob man da wirklich immer warten muss, bis man kaputt ist. Also, ich meine, das passiert zwangsläufig ja irgendwann, ne? Also, sei denn, man ist totaler Profi. Da bin ich mal weit, weit von weg. Aber ansonsten kommst du ja wirklich erst weiter, wenn du einmal noch im Dreck gelegen hast, oder? Oh, warte mal, ich war hier gerade nicht eine Note? Da! Und da! Da sind wieder Geheimnisse. Komm, hier ist so ein kleiner Beat drin. Tada! Eine Kiste. Voll gut. Waren wieder Zeitminen. Ja, und hier komme ich nicht rüber. Da brauche ich auch wieder den Verkleinerer, den ich noch nicht in der Tasche habe. Ich muss nach oben, wa? Aber erstmal schaue ich noch, dass ich hier zumindest die Wege frei mache. Da war ja gerade noch ein Weg, den ich noch nicht hatte. Zwei Felder weiter nach links und dann nach oben. Ach ja. Willkommen hier bei den Sägeblättern. Oh, oh. Diese Hornisse. Es ist nicht so, dass ich die mag. Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will einfach in den nächsten Screen. Danke. Es wird nicht besser. Vom Regen in die Traufe. Lass mich in Ruhe. Fall um. Hängt da die Hornisse in der Ecke?
Wahrscheinlich vom anderen Screen, war so ein bisschen mitgeschleppt. Soll sie doch da hängen bleiben. Ach du meine Güte. Also man kann es auch aufregend machen. Boah. Ja, mal hier lang. Oh, da geht's runter. Wahrscheinlich brauchen wir wieder eine Taschenlampe, die ich nicht habe. Oh nein. Einfach nur viele fiese Wichte. Natürlich hast du hier auch noch so... Oh, wirklich ferngesteuerte Raketen. Beziehungsweise zielorientiert. Oh nein. Ja gut. Es war nur eine Frage der Zeit, ihr Lieben. Es war wirklich nur eine Frage der Zeit. Da verliere ich meine ganzen Extras. Aber meine Patches habe ich natürlich. Ah. Bitter. Aber hey, ich wollte ja eh zurück. Und ich wollte jetzt hier auch mal ans Maschinchen. Ich wollte ja noch was einsetzen, aber halt auch gucken, ob ich kombinieren kann. Ah, das ist auch wieder so groß. Das ist ja geil. Gut, komm, fusionieren. Haben wir gemacht. Hier weniger Schaden ist auch wichtig. Und kann ich jetzt den hier auch damit? Nee, da brauche ich einen anderen. Da brauche ich nochmal zwei andere. Achso, und das ist hier Entdecker-Patch für die Weinberge. Den finde ich vielleicht doch nicht so wichtig jetzt gerade. Also ist zwar nett, wenn man da nicht so ewig suchen muss. Aber tatsächlich brauche ich ja wirklich mehr Lebenspunkte und sowas. Gerätestärke-Patch. Was macht der denn? Ich will den nicht kaufen. Ich will mich eigentlich nur beraten lassen. Erhöht den Schaden von Geräten ein wenig. Okay. Und das hier, was war das? Die Menge an Energie. Ja, nee, so richtig ist das noch nicht das, was ich brauche. Vielleicht sollte ich erstmal, ich sollte mal zur Werkstatt. Aber Moment, bevor ich das mache, ich quatsch mal die hier an. Die habe ich ja alle befreit. Hey, Ada. Hallo nochmal. Wir machen eine Pause mit den Erkundungen. Ja, diese Beben erschweren es. Aber sie werden uns nicht aufhalten. Ja, wir sind in 0, nichts wieder am Erkunden. Und Teddy? Hallöchen, Ada. Diese Stadt ist der perfekte Ort, um meine Klinge eine Weile ruhen zu lassen. Die Kreaturen von Geodia zu verteidigen ist harte Arbeit. Du scheinst es jedoch gut hinzubekommen. Verpasse den Gremlins des Barons doch etwas Prügel von mir. Würdest du das tun? Selbstverständlich. Ich habe einen Ofentriangulator bekommen. Da kann man dann die Standorte von den Gremlinöfen auf der Weltkarte sehen. Ich brauche viel mehr Platz für Patches. Was soll ich sagen? Ich brauche viel mehr Platz. Was gibt's denn hier? Ein Belebungsboost wieder. Verstärkt deine Bemühungen, ja? Bei ihm... Ah, wartet mal. Wenn ich das jetzt aufrüste... Oh, kostet 300. Nee. Ich gehe zur Werkstatt. Ich brauche einfach noch andere Tools. Ich brauche Tools. Juhu, da bin ich wieder. Ja, ich bin es. Und guck mal. Ja, 200. Investieren wir doch gerne. Ach, da gibt es gleich zwei Werkbänke. Schaut mal. Richtig gut. Den Knallbonbon. Kostet 100. Ja, komm. Ja, ein Funkenlichtwechselrichter zurückgespeist in einen Funkenlichtgleichrichter. Aber das hatten wir ja schon mal gelesen. Ja, man muss ihn vor Stößen und Schrammen schützen. Und hier jetzt der Schrumpfinator. Den brauche ich auch. Her damit. Sehr, sehr cool. Was kostet denn die nächste Aufrüstung? 300. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Aber leider mit den 96, die ich habe, kann ich jetzt auch nicht mehr so viel anfangen. Ich könnte aber die Beats hier mal abgeben. Ach, die sind sogar schon da. Och, wie süß. Kann man sich den Song jetzt nochmal anhören? Hallo, Ada. Ja, los. Es wird besser. So beeindruckend ist das noch nicht. Eines Tages schaffen wir es. Auf jeden Fall. Komm wieder, nachdem du noch mehr Beats gefunden hast. Da kann man richtig, richtig viele finden. Das ist richtig cool. Oh, ich muss noch mal ganz kurz hier noch mal rein. Überleg halt, ob ich irgendwas rausnehme. Slammer-Gyrosphäre, also das mit dem Hammer, ich weiß nicht, wie oft man den wirklich braucht. Gewölbetriangulator, also ja, ist schon nicht schlecht, Gewölbe zu sehen. Titantriangulator. Es ist halt ein bisschen schwierig. Ich weiß halt nicht,
was ich hier am besten mal kurz austausche. Weil ich habe ja wirklich noch dieses Herz. Und ich hätte eigentlich gern noch das zweite Herz. Und dann würde ich die zusammenfassen. Aber wenigstens noch ein halbes Herz mehr. Das wäre schon cool. Aber ich habe einfach keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Es sei denn, ich sage mir, gut, den Titan-Triangulator brauche ich erstmal nicht. Weil ich noch nicht auf der Suche nach Titan bin. Ja, kommt. Ich packe den mal raus. Dann packe ich das Herzchen rein. Das ist wichtig. Dann haben wir jetzt wirklich... Ach, es ist nur ein Viertelherz, sehe ich gerade. Ja gut, aber drei und ein Dreiviertelherz ist ja auch besser als gar nichts, ne? Ich gehe nochmal hier hoch zu unserem Kumpel, dem Ingenieur. Erzählt er was Neues? Der nächste Titan ist im Goldwald östlich der Weinberge. Da solltest du als nächstes hin. Gut, das ist noch das Gleiche. Ja, dann kennen wir ja schon mal unseren Auftrag fürs nächste Mal, ihr Lieben. Ich würde mich jetzt aber für heute verabschieden. Und würde mich dann freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut und wir gemeinsam versuchen, auch mit dem Schrumpfinator 5000 unseren Weg zu bahnen. Und ich lasse mich wieder von den Monstern vermöbeln, werde wieder hier oben bei der Zuflucht landen. Man kennt es, man kennt es. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Beats. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, aber ich bin dann raus für heute. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt und habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.